Allen einen schönen guten Abend und einen schönen zweiten Advent. Ja, also hallo. Fühlt sich momentan nicht danach an, als hätten wir den zweiten Advent, aber wir haben den zweiten Advent. Gar nicht bei dir? Wow. Was sagst du? Nee. Ich fühle mich total in Weihnachtsstimmung, vor allem da ja Schnee gefallen ist. 0,0. Null. Gar nichts. Wow. Das aber egal, lassen wir das. Die aktuelle Tabelle habe ich euch letzte Woche relativ zeitig geschickt und euch ist anscheinend auch aufgefallen, dass sich da einiges getan hat. Denn das gesamte Feld ist komplett zerpflückt durch das Team-Event. Dadurch, dass wir hier und da ein paar technische Schwierigkeiten hatten, hatte ich ein bisschen was zu rechnen, aber es ging doch einigermaßen, so dass Team Rot mit 506 Punkten gegen Team Blau mit 355 Punkten gewonnen hat. Heute das erste Quiz in der 10. Staffel. Deswegen darf ich direkt an Tyro abgeben, der jetzt 10 Fragen stellt. Und für jede Frage gibt es bei einer richtigen Antwort 10 Punkte. Moment, ich hätte gerne noch eine Frage kurz dazu. War der Punkteunterschied immer noch so groß, obwohl du den Unterschied mit dem Differenzwert draufgerechnet hast? Habe ich, ja. Wow. Tromsi ist schuld. Das ist ja heftig, Alter. Und ich habe üppig draufgeschlagen. Das glaube ich, aber dass der Unterschied dann so groß ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Wow. Okay, das war ja auch komplett unfair. Ich habe aber früh genug Bescheid gesagt eigentlich, dass ich im Umzug bin, also. Ja, ich weiß. Ist alles gut. Du bist trotzdem schuld. Ja. Ende aus, Mickey Maus. So, Tyro, du hast das Wort. Genau. Dann würde ich mal anfangen mit dem Quiz. Ich habe den Ablauf schon einmal reingestellt. Das heißt, ich stelle die Frage, kopiere sie auch rein, dass ihr die auch lesen könnt. Ja. Dann habt ihr 10 Sekunden Zeit, die Antwort einzugeben. Und dann fange ich an, runterzuzählen. Und sobald ich dann abschicken sage, sendet ihr alle eure Antwort. Und dann gucken wir mal, wer die richtige Antwort gegeben hat. Weiß jeder von euch, wo er reinschreiben muss? Ja. Ja. Also ich, ja. Ganz unten der Chat-Quiz. Gut. Alles klar. Genau, ganz unten Chat-Quiz mit, ja, gleich der ersten Frage, die dann losgeht. Es gibt übrigens für den Schiedsrichter Minuspunkte in der 10. Staffel, wenn er Scheißfragen stellt. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Aber Tyro, bevor du die abschickst, noch ein Wort, glaube ich, an die alle, die Streamer, so auch für mich in den Chat. Wenn ihr irgendwie was mitbekommt, bitte nicht helfen, das wäre sehr nett. Falls ihr unbedingt die Antwort wisst, behaltet es für euch. Ja, dann könnt ihr die für euch behalten und dann am Ende auch gucken, ob es das, was ich dann als Auflösung habe, auch mit eurem übereinstimmt. Ich könnte ja still mitraten, aber nicht wie viele Sommersprossen hat Daisy? Ja, auf sowas musst du dich vorbereiten, Dromsi. Gut. Fangen wir an mit Frage 1. Auf welcher Strecke fliegt ein magischer Zug und wirft Münzen auf die Strecke? Was? Das ist ja sehr einfach. Hä? Oh, Mann. Ist es da eigentlich egal, ob wir jetzt englische oder deutsche Bezeichnung schreiben würden? Das ist egal. Okay. So, aber das, aber die Konsole dahinter, oder? Eins wäre vom Vorteil. Abschicken. Oh. Ich habe komplett geraten. Deine Antwort finde ich sehr schön. Ja, keine Ahnung, von welcher Plattform die kommen, aber ich weiß, dass es eine Rainbow Road ist. Genau. Ist auch okay, Rainbow Road war. Wenn die Bezeichnung am Ende nicht hinten dran ist, dann gebe ich Teilpunkte. Dann kriegt man nicht volle 10 Punkte, aber man kriegt auf jeden Fall Punkte. Nein. Dementsprechend, der Regenbogen-Boulevard ist richtig. Und zwar Scheiße. Der N64 aus dem Blitzcup. Fuck. Das, ja. Ist mir jetzt gerade auch eingefallen. Ach Mann, ey, ich habe jetzt gerade. Aber der wäre jetzt nicht wichtig gewesen, oder? Ich habe jetzt wirklich an die Sydney-Strecke gedacht, weil da gibt es auch einen Zug, der mit Wünschen wirft. Das heißt, ich und Dramsi sind die Einzigen, die es komplett richtig haben. Freu dich, Enrico. Freu dich. Genau, aber wie gesagt, er fliegt. Das ist ja die Sache, er fliegt. Ja, ich hab das Fliegen ausgeblendet. Genau. Frage 2. Auf der Kumu-Weide fliegen bestimmt auch ein paar Kühe. Natürlich. Wenn du sie umfährst. Wenn du sie triffst, ja. Gut, Frage 2. Welche Strecke von Mario Kart Wii wird es im dritten Booster Streckenpass geben? Oh, scheiße, ich hab mir die alle durchgelesen. Scheiße! Och, ich weiß nicht. Ich weiß nicht den Namen. Ah, warte mal. Weiß ich nicht. Ah, nein, wie heißt sie denn?
So, 3, 2, 1, abschicken. Ich weiß es nicht mehr. Blätter, mein Scheiße, ja! Scheiße. Nein! Mann! Oh, kam no. Nicht mehr drauf. Fuck. True. Deine Mutter. Wie ihr schon gehört gehabt habt, der Blätterwald ist die richtige Strecke. Oh, ja, sagen, das war in Mario Kart wie meine Lieblingsstrecke und als ich gesehen hab, musste ich... Flintermann. Ja. Geil. Das, das sind auch witzige Antworten dabei. Zusatzpunkt. Von denen haben wir auch gute Erinnerungen, gell? Ja, da ich hab keine Ahnung gehabt, ey. Blätterwald, ey. Glückwunsch an euch beide. Okay. Frage 3 folgt als nächstes. Welcher männliche Fahrer kann sich bei einem Sprung über eine kleine Rampe manchmal verwandeln? Was? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wie schreibt man den jetzt? Das ist egal. Wenn man nicht erkennen kann, dass es der richtige ist, ist das auch richtig. So. Also ich hoffe, dass es jetzt richtig geschrieben ist. 3, 2, 1, abschicken. Ich glaube, jemand braucht Kloppe. Luigi! Jenny, du bist also, so toll. Der Inkling-Junge oder der Inkling-Boy ist richtig. Was, ja, was ist das? Doch in diesen, na, das? Das ist nämlich der Splatoon-Charakter. Der verwandelt sich doch in so einen Tintenfisch, wenn der springt manchmal. Genau. Ich Tintenfisch? Ja, ich habe das auf Englisch geschrieben. Alles zählt klar. Das? Ich habe ich gesagt, ist richtig. Okay. Ich wusste nicht. Splatboy kann ich verstehen, ja. Ist auf jeden Fall erkennbar, dass die richtige Antwort gemeint ist. Das zählt auf jeden Fall. Sehr schön. Yo, gut. Alter, so JP. Ich wollte erst Kevin hinschreiben, aber ich hab gelernt. Jetzt kommt die nächste schöne Frage. Schön für deine Verhältnisse. Ich krieg das nicht hin heute. Macht nichts. Jenny, ich auch nicht. Auf welcher Strecke wird ein Streckenabschnitt im Intro mechanisch hochgefahren? Boah, sag mal, hast du irgendwie schlecht geschlafen oder was, ey? Sag mal, willst du mich verarschen? Ich glaube, aber ich weiß, was du meinst. Ach, verdammt. Wird auch gefahren. Hä, wie im Intro? Also bevor der Rennen beginnt, oder was? Genau. Ja. Ah. So. Keine Ahnung. Ich weiß bestimmt, was du meinst, aber ich komme nicht auf die Strecke. 3. Ich rate. 2, ich... 1. Abschicken. Also ich mach's wie Stefan und antworte einfach gar nicht. Oh, ich hab Bowsery geschrieben. Ich glaube, es ist gar keine richtige Antwort. Doch! Ah, nee. Nee. Einfach Babypark. Nee, es ist Marios Piste von GBA im Panzercup. Stimmt. Ja, oh Gott. Weil da wird ja dieses U sozusagen hochgefahren. Ja. Ja. Haben die ein paar Special Feature eingebaut? Mensch, fand ich, dass ich das nicht wusste. Das ist ja unglaublich. Habe ich gar keine Vorstellung gerade von. Familie's Antwort wäre richtig, wenn du die Frage anders formuliert hättest. Glaube ich, ja, meins habe ich gemeint. Ich habe das gemeint, aber ich wusste den Namen. Mario Kart Kurs, wie gesagt, Teilpunkte dafür. Ne, aber wie gesagt, habe ich jetzt immer Mario Kart. Antwort wäre ja richtig, wenn du statt hochfahren runterfahren gesagt hättest. Ist das nicht aber Marios Abfahrt? Nee, stimmt, Marius Abfahrt, da fährst du ja nur runter. Marius Abfahrt, sie hat recht, ja. Ich, also ich meine jetzt nicht bezüglich der Frage, sondern ich meine, es ist ja keine Waluigi Abfahrt, sondern eine Mario Abfahrt. Genau. Frage 5. Achso, hat noch die mal Strecke kenne ich. Wird es jetzt immer unangenehmer, die Fragen, oder? Nee, jetzt dürfte eigentlich etwas sein, wenn das jemand sehr oft noch spielt, dürfte er es wissen können. Ich habe Hoffnung. Ich auch. Die sind bei Tyro verloren. Von welcher Konsole wurden die wenigsten Strecken im Mario Kart 8 Deluxe übernommen, ohne einen Booster-Streckenpass? Ah, okay. Also meinst du jetzt im Original anfänglichen Retro-Cups, oder was? Wie gesagt, die übernommen wurden im Mario Kart Deluxe, wenn du noch keinen Booster-Streckenpass hast. Du hast ja da Strecken, die von einer anderen Konsole... Ja, nee, ich glaube, dann habe ich es verstanden. Dann habe ich es verstanden, glaube ich. Schnell. Das war zu schnell. So. 3, 2, 1, abschicken. 1, Risiko. Und wie ich sehe. Schreib wie rein, Jenny, alles gut. Ja. Hui! Und ich hab nachgeguckt. Jenny, lass das Nintendo nicht wissen. Das ist die Abwandlung von Wii U und Wii. Hui!
Kevin, ganz knapp, das S fehlt, aber du hast es richtig gemacht, weil es ist der SNES. Davon sind nur zwei Strecken rübergekommen. Oh Mann, von 3DS, GCN und N64 sind vier Strecken und DS, GBA und Wii sind drei Strecken rüberkommen. Ah, knapp. Schade. Dachte von der Game. Es war auch ganz knapp. Sag mal, Tom, sie. Was denn? Du sollst eine Konsole da reinschreiben und keine Strecken. GBA sind drei Strecken. Ja, aber gut, ist ja klar, was gemeint ist. Okay. Double Dash ist doch Gamecube, das weißt du. Weil für welche Konsole sind denn zwei Mario Karts erschienen? Muss ich ja auch mal nachgucken. Nicht für die Wii? Nee, es gibt, glaube ich, keinen. Oder? Ich glaube, es ist immer pro Konsole nur eine. Nur eins erschienen. Gut. Frage 6. Wie viele Punkte kann man maximal gewinnen, wenn man jeden Cup einmal fährt, ohne einen Booster-Streckenpass zu verwenden? 12 Fahrer. Mit 12 Fahrern, genau. Also maximale Anzahl Fahrer. Die Frage stimmt nicht ganz. Die Punkte, also. Die maximale Punktzahl, die du gewinnen kannst, wenn du jeden Cup einmal fährst. Und alle Fahrer zusammengerechnet? Nein, nur du. Wie viel du am maximal kriegen kannst. Also praktisch, wenn du immer Erster wirst, wenn ich. Genau, wenn du immer Erster wirst. Also es gibt ja immer 8 Punkte, wenn man Erster wird. Dann kann das gut das hier sein, oder ich habe mich irgendwo verrechnet. So, 3, 2, 1, abschicken. Oh, keine Ahnung. Oh, das sind 2 zu viel, das sind 2 zu viel. Das sind, glaube ich, 12 Grand Prix dann. 12 Grand Prix, A 15 richtig. Punkte pro Rennen, macht 720 Punkte in Summe. Ja. Du bist mal Erster, oder? Knapp daneben. Oh. Achso, ich dachte. Egal. Ich hab es anders gedacht. Dass man Punkte kriegt, also, naja. Alles missverstanden. Ja. Das ist 6,5. Das ist 12 Fahrer hat mich so rausgehauen. Ja. Ich glaube, das ist genauso ja, maximal, gedacht. Ja, maximales Fahrerfeld halt, weil du kriegst ja weniger Punkte für den ersten, wenn weniger Fahrer drin sind. Genau, deswegen habe ich das mal mit dazu geschrieben. Weil du kriegst nur die maximale Punktzahl, wenn alle Fahrer dabei sind. Frage 7. Ja, Frage 7. Welche Strecke ähnelt sehr stark einer Möbius-Schleife? Oh, das hatten wir schon mal. Haben wir die Frage nicht schon mal gehabt? Ah, ja, eine Möbius-Schleife ist diese unendliche 8, glaube ich. Ja, dann weiß ich die Antwort, weil die Frage ist jetzt ein bisschen unfair, weil die Frage hatten wir schon mal in der Form. So in einer ähnlichen Art und Weise. So. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Scheiße. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Also keine Ahnung. So, 3, 2, 1... Abschicken. Okay, hab ich gibt's Marius Piste, Marius Piste, Marius Piste. Ich sehe ja auch Marius Piste. Marius Strecke. Und Marius ja, Kart Piste. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie sie heißt, aber dass Tyro halt weiß, welche Strecke ich meine. Ich schreibe genau, Mario Kart. Marius Piste, in dem Fall aus dem Blumencup. Also die das erkennbar haben. Ach, ich hab Pilzcup geschrieben. Scheiße, macht nichts, Teilpunkte auf jeden Fall. Ja. Wenn man es richtig, wie gesagt, ich kann die Strecke erkennen, dann passt das. Ja, aber eigentlich bin ich ehrlich, eigentlich kannst du mir dafür gar keinen Punkt geben. Weil ich eigentlich eine falsche Strecke, weil ich eigentlich eine falsche Strecke beschrieben habe. Mal gucken, ich schaue es mir nochmal an. Eigentlich ist meine Beschreibung jetzt Marius Stadion. Frage 8 bis 10 sind eigentlich immer die gleiche Frage. Da geht es darum, ich gebe euch einen Hinweis und es geht darum, wen oder was suche ich? Das ist die Frage, die jetzt bei jedem immer zählt. Stefan ist übrigens gerade mute, ne? Und ich weiß. Er ist aber schon die ganze, Zeit gemute. Achso, okay, cool. Das ist bei ihm, glaube ich, normal. Das hat er angekündigt. Ja. Okay, gut. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Genau. So, der Hinweis 1 ist... Ich bin kein Baby. Ja, toll. Wen oder was suche ich? Bei der Aussage, ich bin kein Baby. Einen männlichen Charakter. Oder einen erwachsenen Charakter, besser gesagt. Ich check das nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Suche ich einen Charakter oder... Das ist ein Charakter in dem Fall, ja. Okay, ja, aber was ist das für ein Hinweis? Es gibt ja mindestens 50 Charakter und 20 davon sind keine Babys. Okay, gut. Ich 10. Ja, oder? Also. Sollen wir jetzt was schreiben oder nicht? Ja, ihr...
Wir müssten den besten Fahrer, auf den das zuhelfen könnte. Dass er kein Baby ist. Also Luigi, alle, sollen wir jetzt alle schreiben oder nur einen? Nein, nicht alle, nur einen. Okay. Ist jetzt ein heiteres Berufsrat oder was? Ich bin umdenken, vielleicht kommt ihr drauf. Mhm. Kein Baby. Ich bin auf deine Brücke gespannt. Ah, Euro. Ich hab eine Idee. Oh, ich weiß es nicht. Ich hab auch eine Idee. So, jetzt habt ihr einen Klick gemacht. Ja, natürlich. Ja. So, alle bereit? 3, 2, 1, abschicken. Haut raus, haut raus. Oh, so, Teilpunkte für die, die Bowser geschrieben haben und alle, die Bowser Junior geschrieben haben. Richtig. Hast du Bowser geschrieben? Ja, ja, ist ja. Aber man kann es erkennen. Ups. Ist okay. Der gute Bowser, ja. Also die Anspielung war wirklich ganz klar. Es gibt Baby Peach, es gibt Baby Mario, es gibt Baby Luigi, aber es gibt einen Bowser Junior. Ja, ich glaube, der regt sich auch auf, wenn man ihn Baby nennt. Der regt sich da auf. Genau, das war die große Anspielung darauf. Gott, Gemini. Kevins Excel funktioniert nicht mehr. Hast du versucht, an- und auszuschalten? Ja. Reset-Knopf gedrückt. Mit 10 Sekunden warten dazwischen, bitte. Die Steuerung alt entfernen. Alt Zack, weg. Kann ich weitermachen, oder? Ja. Okay, gut. Hinweis 2. Oh. 4 Jahreszeiten. Ja, easy. Das ist easy. Jawohl, Party, wir verstehen das. Woher soll ich das wissen? Nachdenken, das ist einfach. Es geht ja nicht um wen jetzt vielleicht, sondern auch um was, ne? Genau, wen oder was suche ich? So. Party, knallharte Antwort. 3, 2, 1, abschicken. Jawohl. Jawohl. Willi. Das ist gut. Also, ich kann sagen so, man kann jetzt alles verstehen, was ihr meint. Die richtige Außer Strecke Zelda. Wäre das Animal Crossing Dorf. Ah, Dorf. Aber egal. Dorf. Ihr habt alle definitiv was hingemacht. Jeder wusste, wer es gemeint ist. Passt auf jeden Fall. Es wird Zeit, dass wir fahren. Peinlich, ne? Ja, nein, wir hatten einen Fahrer, wir hatten eine Strecke. Das heißt, jetzt kommt noch eine andere Sache. Der letzte Hinweis. Jetzt kommt Reifentyp. Ja, genau! Und dann etwas anderes. Hinweis. So viel Auswahl. Oh. Ja, Reifen, finde ich gut. Nee, es ist kein Gegenstand für ein Auto, sondern es ist ein Gegenstand. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ah, ich Außenbrennen. Auch. Aus dem was? Ja, ich hab auch so viel Auswahl. Ein Gegenstand aus dem Rennen. Ach so, ja, dann weiß ich was. Ein Gegenstand aus dem Rennen. Ja. Dann glaube ich, weiß ich, was du meinst. Ja, ich weiß auch. Ja, ist easy. Also Kevin, komm schon. Also, ich habe nicht ohne Grund meinen Vornamen. Ich habe eigentlich schon viel Hinweis gegeben, also dementsprechend. Ja. 3, 2, 1, abschicken. Crazy Head, jawohl, Kati! Ja, jetzt das 8. Item. Du hast 8 Items zur Auswahl. Genau, du hast 8 Items zur Auswahl. Die Super 8 oder Wunder 8 oder wie man sie auch nennen möchte. Crazy. Ja. Yes. JP, wir hatten dasselbe im Kopf. Ich teile deinen Gedanken. Alle Strecken. Alle Strecken. Ich find's cool, dass der gesagt hat, ein Item in einem Rennen und ihr sagt alle Strecken. Ja. Ich habe das nicht gehört mit den Items, ehrlich gesagt. Wäre es ein Jahr später, könnte man sogar den Booster-Streckenpass irgendwie gelten lassen. Ja, theoretisch ja. Aber das ist jetzt ein bisschen sehr um die Ecke gedacht. Dementsprechend. Waren das 10 Yoshi's Tal finde ich eine gute Idee, definitiv. Yoshi's das stimmt, ja, das ist auch eine Idee. Ja. Da würde ich sagen, so viele Wege, das wäre eine gute... Hättest du geschrieben, wäre die Frage gewesen, wen ich auswähle, hätte ich Babypark genommen. Ja, genau. Da finde ich aber noch, ehrlich gesagt besser Strecke des Todes. Aber Yoshi-Tal ist ja eigentlich auch das krasse Gegenteil von Babypark. Ja. Habt ihr Double Dash damals gespielt? Ja. Also Babypark mit dieser riesigen Bowser-Panzermuschel da, ey. Oh Gott, ja. Alter, ich habe es nur ein paar Stunden gespielt, dann hatte ich keine Lust mehr. So, letzter Kommentar von mir.
viel Spaß bei den Rennen. Waren schöne Fragen. Ja, toll. Ich hab wirklich mir alle Reifen vorher angeschaut und sowas. Ja. So, dann übernehme ich mal wieder. Wir fahren jetzt 6 Rennen im 200 Kubik mit vorgegebenen Strecken, allerdings ohne Items, ohne Münzen. Ich werde die Strecken vorher früh genug callen. Ich habe die Liste hier. Ihr findet sie aber auch unter dem Hashtag Spieltage auch nochmal. Wir fangen an mit dem Babypark aus dem Crossing Cup. Als ob. Yay. Ja, ich sag mal, mit ohne Items ist der ja okay. Wie hoch ist der Reifen? Bitte nur mit Bomben. Darf ich starten oder ist noch jemand nicht im Raum drin? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8. Müssen eigentlich alle da sein. Ja. Dann, wunderbar. Dann hau ich mal Upala. Aber mir fällt übrigens gerade auf, dass Millie, glaube ich, gar nicht im Discord-Call ist. Conny, alles okay bei dir? Ja, ich bin da. Doch, doch. Ich bin nur nicht separat drin. Ah, okay. Alles gut. Dann ist ja schon. So, Crossing Cup, Baby Park. Ja, wo ist denn der noch? Ich wollte gerade schon wieder was anderes wählen, Alter. Ja. Da. Ach, da. Dieses grüne Blatt. Blatt. Ja, lasst grünes Blatt, ganz rechts oben, das grüne Blatt. Okay. Danke. Ich muss mal das Meer vor mir und sonst. Boah. Sorry. Jenny, geht dein PC eigentlich wieder? Sag mal so, ich habe die Info gekriegt, dass er fertig ist, aber er kann nicht hierher gebracht werden, die sind beide krank. Oh. Einfach Stefan schicken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich durfte ich bei der Strecke gegen Cordy keine Chance haben auf diesen Modus. Ist gemein, dass ich wieder Erster bin, aber... Ja. Ja, das dauert nicht lange, Kevin. Da hast du wohl recht. Das ist ja 200 CCM, oder? Alter, hört doch mal mit der Kurve mal zu rammen! Ja, danke! Voll ins Ausgerammt! Oh, Conny! Oh, Junge, das ist 200 CCM. Ah, wie geil! Mein Ehrenplatz bleibt der letzte. Nee, keine Chance, ich komme hier einfach nicht voran. Ich kann echt nicht die Kurven gut nehmen, weil ich jedes Mal gegen diese Wand ramme. Nee, ich auch nicht. Also ich habe ja auch echt Probleme, die Kurven zu nehmen. Ich hab auch Conny! Da hier ist der Innendrifter echt im Nachteil. Nein! Ah, du hast gewonnen, scheiße. Ah, du warst gut. Du warst gut. Shit. Okay, fein. Ich hab die Kurve zu eng genommen am Ende. Hier ist der Innendrifter einfach ganz klar im Nachteil. Das merkst du richtig. Du musst die Kurven so weit nehmen. Haben mich eigentlich alle umrundet oder was? Ich hab dich auf jeden Fall immer umrundet, das hab ich gesehen. Irgendwie von Formel 1. Ich hab JP und Jenny auch überrundet, glaube ich. Ja, es ist auch so verwirrend, weil ich da nicht mehr weiß, wie weit bin ich? Vario Abfahrt, Sterncup. Ja! Geil! Bisher wird richtig frustrierend sein. Das wird aber richtig frustrierend sein, gleich einfach Leute vor einem zu sehen, die man nicht mal einholen kann. Und auf dem Slalom. Dann wird der Blick von dem Bild, den ich dir neulich geschickt habe, Kati, noch wirrer. Ja. Oh nein, das sind schon wieder die gleichen raus, wie neu. Ah. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind rausgegangen, weil bei Milena diese komische Kack-Unterstützung da eingeschaltet ist. Achso, das könntet ihr noch ausmachen können, oder nicht? Nee, das kann man doch im Rennen ausmachen. Das kann ja, aber da muss man stoppen. Da muss ich stoppen und dann fahren wir nicht richtig. Oh, verdammt nochmal. Sorry. Kevin rechnet, kein Problem. Also, aber ein komplikationsfreies Wochenende ist euch irgendwie nicht vergönnt, habe ich den Eindruck. Achso, jetzt sind wir nicht dabei beim Rennen. Warum konnten wir jetzt nicht mitspielen? Da muss man doch nur kurz warten, oder? Ja, wir hatten alle ausgewählt, leider. Wir waren gerade in der Auswahl. Tschüss. Oi! Das ist halt echt das größte Problem, wenn du, wenn du hier einmal verkackst, irgendwie durch den Baum fährst oder sonst was, und du bist sofort... Ja, man muss fehlerfrei fahren hier. So stimmt, das ist geht. Ja ohne Items hier auch noch. Aber das ist halt das Gute eben. Hier geht's wirklich dann nur ums fahrerische Können. Richtig. Die Items spielen dann wirklich mal keine Rolle. Ja, dann sieht man halt, wie schlecht ich eigentlich bin. Ach,
Kati, stell dich nicht so schlecht. Es ist auch eine Kunst, die Items für sich selber perfekt einzusetzen. Muss man auch mal so sagen. Erstmal in meinem Leben, dass ich gebremst habe und ich werde von hinten genudelt. Genudelt, ey. Oh, oh no. Guck mal bitte, wie weit vorne du bist. Das ist so traurig. Ah, Baum! Ja, sag das nicht so laut! Ja, bitte, weil bitte Baum. Mehr. Fahr mehr gegen Bäume. Das ist und super. Ich krieg hier irgendwie gerade keinen Sprungturbo mit. Ich bin so schnell, dass ich die überhaupt nicht nutzen kann. Und gegen den Baum gefahren. Auf einmal ist Kati da. Alter! Klopft sie an die jetzt Tür. Kevin da! Kevin, hallo. Kevin! Das kann man jetzt irgendwie so verstehen, dass wenn du auf dem Weg in den Himmel bist, dass der Kati vor dir steht. Ich dachte, das wäre der Himmel und nicht die Hölle. Wow. Nein. Na komm, für Kati ist doch der, yay, ist doch der Platz auf dem Teufelsthron reserviert. Das wissen wir doch. Sie ist doch der Devil himself. Danke schön. Hättest du mich mal einen Fehler machen können? Ich bin halt einfach scheiße bei 200 CCM. Diese Strecke erinnert mich genauso an wie Mario Party mit dieser Bob-Abfahrt, ey. Wo ist denn der Rest? Wo ist der Rest? Entschuldigung. Du meintest so viel auf 13, Alter, was soll das? Nächste Strecke ist Marios Metro aus dem Glockencup. Boah, die ist auch mies auf 200. Boah, die ist richtig kacke auf 200. Ich hab mir nur die besten ausgesucht. Ich werde die ganze Zeit einfach in den Zug fahren. Ja. Oh Gott. Stimmt. Ach je. Einfach mal drei Krötchen hier. Obwohl, mit Jenny sind es vier. Wunderschön. Oh. Und alles die U-Bahn knutscht. Na, hoffentlich kommt. Jede Runde mindestens einmal. Ich hoffe, wir haben noch von der Super Nintendo die Regenbogenstrecke dabei. Nee. Nein. Was? Haben wir nicht. Das haben meine früher auch gemacht. Und dann kamen sie in die Pubertät. Und haben angefangen, sich gegenseitig zu besteigen. Und dann haben wir sie kastrieren lassen. Danke für dieses Bild, Kati. Das kriege ich jetzt nie wieder aus. Das wird bei dir auch noch passieren mit den Katern. Keine Sorge. Nee, die werden ja bald kastriert. Ja, aber. Au! Schuss! Ich wusste, dass ich jetzt in den Zug reinfahre. So ein Müll! Hallöchen. Dann hast du da irgendwie einen Speedtrap drin oder so, Enrico? Das geht ja mal gar nicht. Der hat Fahrhilfe. Der cheatet. Ja, allerdings. Was hat der? Nicht unter 80 Kilometer pro Stunde fahren, sonst explodierst du. Ja, die klassische Mission. Dann könnt ihr davor noch mal Fehler machen, bitte. Ja, Milli hat. Nee, doch. Ich dachte gerade, Milli hat. Natürlich mach ich wieder ein. Ja, ich bin gerade. Normalerweise würde ich so gehen hinter Corny nie herfahren, weil ich immer Angst habe, er lässt irgendwas fallen. Ja, das ist das Gute daran, ohne Items zu fahren. Wow, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das war so. Ich wusste, dass ich diese Mal auf der Rückmap verkacke gegen Corny. Mann, ey, so gut das letzte Rennen. Warum kommt ein Disconnect immer zum falschen Zeitpunkt? Und Halfred, was geht? Oh, fucking! Corny, drück auf die Bremse. Drück auf die Bremse, Corny. Genau. Ich war dann. Ach, so ein Müll. Mann. Ja, das war so nett. Eieieiei. Aber dafür, dass ich zwei Fehler gemacht habe, war ich immer noch ganz schön dicht an dir dran. Milli hat mich auch mal voll abgedrängt am Anfang. Ja, dann irritiert. Richtig unverschämt. Oh Mann, ey, die letzte Kurve, ey. Tut mir leid! Ich merke irgendwie auch gerade, dass YouTube irgendwie auch ein Serverproblem hat. Bei mir fällt hier ständig der Live-Chat aus. Nächste Strecke, Pilzpass, Glückskatzencup. Oh Gott. Och nee. Das kann ja was werden. Das ist Pilz? Quatsch, Glückskatzencup. Pilzcup. Das ist der vierte bei den Booster-Packs. Ach, der Kack. Ach so. Oh nee, nicht der vierte, sorry, ich war jetzt bei Pilzschlucht. Sorry, der zweite. Entschuldigung.
Oh, true, das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht die Pilzschlucht. Das ist recht. Die ist aber auch scheiße auf 200. Ja, das ja. Ist ja. Ich aber auch. Helft mir mal auf die Sprünge, ich komme jetzt gerade nicht klar, wo. Zweiter Grand Prix beim Boosterpass ist die zweite Strecke der Pilzpass. Mit den Autos das. Ah, Pilzpass, ja, okay. Pilzpass, okay. Ja. Mach schnell, wer noch fehlt. Ich war sowas von verunsichert, weil ich überall Pilze sah, also. Aber die Strecke auf 200 ist auch böse. Statt Zug haben wir jetzt Autos. Nice. Ja. Yay. Es ist irgendwie auf 200 ist das so ein bisschen wie damals Beagle Cup auf 64 mit Tots Autobahn. Oh ja. Tots, ja. Die war böse auf Spiegel, ey. Da war echt irgendwann die Herausforderung, fahr die Strecke ohne ein Auto zu treffen. Unmöglich. Hör auf mich zu rammen, Millie. Geh weg. Ich muss doch irgendwie eine Chance hier kriegen. Ja, dann Corny. Den kannst du rammen. Fuck, war das knapp, Alter. Ja, wo bin ich? Diese Kurven hier, Alter, die sind so fies. Die Autos. Ja, ich bin auch voll dagegen gefahren. Ich kenn die Sprecher. Ich kann kotzen. Oh shit. Ich hab keine Lust. Das ist so brutal auf 200, ey. Oh ja. Super Streckenauswahl. Ey, Kevin, Alter, ja. Was nimmst du für Strecken gut, für diese 200 Runden, ey? Es ist unglaublich. Wir brauchen ja ein paar Hindernisse. Komm Conny jetzt her wieder. Dann nimmst du nicht die Rainbow Road. Das ist nicht dein Ernst. Nee. Wie hätte das Stelle, ey. Die hätte dem Ganzen irgendwie noch die Krone aufgesetzt. Verdammt! Dieser LKW war ja wohl übelst ekelhaft. Oh, Leute! Scheiße. Der Junge hat mich irritiert. Das ist richtiges Vorausschauen. Lakito, verzieh dich! Dong, dong. Lakito blockiert mir einfach mal voll die Aussicht, Alter. Ich sehe nichts mehr. Nein! Ach du Scheiße! Alter. Conny, verzieh dich aus meinem Windschatten. Geh weg. Ey, ganz, ich fahr hier so gut, ne? Und ihr, wo seid ihr? Weg. Ja, das sehe ich. War mal hinter mir. Ah. Ich weiß nicht, wo er ist. Da. Nein! Ja! So, cool, da ist keiner hinter der Kuppel. Den habe ich mir jetzt aber auch verdient, Scheiße. Ey. Boah, Junge, Alter. Die Strecke beeilt mich. Ich hab noch nie mich so bedroht gefühlt von einem Cooper in einem Rückspiegel, ey. Himmel! Conny, ich brauch irgendwann, Mann, jetzt häng ich fest. Eww. Gott, scheiße, Mann. Ey, Junge, ich komm echt mit 200 echt nicht klar, ey. Boah. Ja, ist schwierig. Es ist sehr schwer. Ja, das stimmt. Vor allem die ist mies. Ja. Auf jeden Fall schöner als die nächste Strecke, Schneeland aus dem Propeller Cup. Na, die ist in der Hinsicht beschissen, weil du da noch so rutschst die ganze Zeit. Nicht die. Jetzt, Conny, jetzt gib mal Gas da. Er gibt doch schon die ganze Zeit Gas. Propeller Cup. So, jetzt haben wir aber den vierten Grand Prix aus dem Booster Pack. Mal hoch. Ach so, die hier. Ja, oh nee, nicht die. Android Drone Schneeland, okay. Conny, du freust dich nicht über die Strecke? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, bei den neuen, die mag ich nicht so arg. Die meisten. An die muss man sich noch gewöhnen irgendwie. Oder gewöhnt euch mal schnell, weil in ein paar Tagen müsst ihr euch schon wieder an neue Strecken gewöhnen. Ja, aber die sind cool, die ganz neuen. Ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Ja, das stimmt. Vor allem auf Pete's Schlossgarten. Ich liebe diese Strecke. Ich auch. Und Blätterwald. Blätterwald freuen wir uns. Ja, mit dir verbinde ich irgendwie böse Erinnerungen, weil ich da irgendwie gerne mal vorm Ziel richtig hatte. No, jetzt klemmt mein Drifter schon wieder. Blätterwald ist einfach meine Ästhetik für zu Hause. Wieso? Hast du einen Baum in der Wohnung oder was? Hätte ich gerne. Nein, ich liebe diese Waldästhetik. Okay. Das stimmt, ja, ich mag das auch. Ui. Ey, die ist doch weg, cool. Ali. Weiß gar nicht, was ihr habt. Geh du weg. Die ist ja auch an sich cool, aber dieses Rutschen macht es bei 200 nicht einfacher. Das stimmt. Ich finde, sie wirkt aber dadurch, dass wir keine Items haben, irgendwie viel kürzer. Naja, weil wir auch 200 fahren. Ja, yeah, true, auch deswegen. Da geht so eine Runde sehr schnell vorbei. Schon denn her? Macht man Fehler da vorne, ihr beide. Okay.
Ich bin es. Ja, es fällt genau echt so schwer, Fehler zu machen. Es ist voll langweilig. Dromsi ist Erster. Wow. Weiter so, Dromsi. Bleib da vorne. Halt den Corny auf. Scheiße. Er hatte Windschatten. Nein! Ah, diese Anfangskurve ist schwer hier. Oh, oh, Pinguin. Oh, der Pinguin! Geh weg! Oh. Der war ja richtig kacke getimed. Nein! Scheiße. Fuck. Da knapp. Okay. Mann. Glück gehabt. Ich hab versucht, Corny hinten zu halten, aber es hat, ey. Scheiß Driftbug wieder am Anfang. Das wird nicht losgelassen, ey. So ein Müll. Ja, nee, jetzt kann ich nicht. Brauchst die Punkte waren wichtig. Jetzt bin ich vor Kevin wieder. Stimmt. Guter Mann. So, letztes Rennen. Diskodrom. Diskodrom. Sternkap. Oder Diskondom, besser gesagt. Ach, wir haben ja danach noch eine Kampfarena. Ach du Kacke. Na, immerhin muss man da nicht 200 CCM fahren. Das ist richtig. Nee, da, danach muss noch? Da muss man 50 fahren. Mhm. Aber ich sehe schon, komm, da wird Kevin wieder abstauben, richtig? Ich. Vor allen Dingen ich. Du hast beim letzten Staffel hast du da richtig abgestaubt einmal. Ja, das war Glück. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, dass die Strecke jetzt ein bisschen besser läuft. Ich liebe die Strecke, die ist voll schön. Vom Design her ist die top, das stimmt. Let's go! Die Musik mache ich tatsächlich auch sehr gerne eigentlich. Ne. Oh, Tom, zeig ich den. Ey, hör doch mal auf mich hier rum, du Ramm, ihr Penner! Was sagt ihr eigentlich zu dem neuesten Trailer von Mario? Der war richtig cool. Cool. Meine Meinung kennst du ja schon, JP. Ja. Was denn? Von dem Film oder was? Ich freue mich voll auf den Film. Also ich finde cool. Der Film, ich finde der zweite Trailer hat so gefühlt alles verraten, was so wieder die Handlung angeht, aber ansonsten freue ich mich auch auf den Film. Naja, ich sag mal so, also ich weiß, was du meinst, also ich freue mich trotzdem auf den Film, aber hab ein bisschen Angst auch. Wir können uns ja alle treffen und den zusammen gucken gehen. Ja, sicher doch. In der Mitte Deutschlands. Oder im Harz oder was? Im Harz. Naja, ist doch Mitte! Oder Märzgebirge. Na, Bande. Oh, Milli. Aber das wär's doch. Hey! Die Mario Kart 8 Clique im Super Mario Film. Oh, geil! Retobo und Windschatten. Das ist mal eine Kombi, ey. Werd hier abgedrängt, weil ich so klein bin. Jetzt ist wirklich runtergefallen, ey. Ich glaube, ich bin kleiner. Kleiner als Baby Daisy? Beste rosa Gold Peach Kati. Was? Ich meine nicht den Charakter, ich meine meine. Ach so, okay. Immer auf die Kleinen, gell? Das kann ja sein. Schrell, furchtbar. Ich bin also, mit der komme ich ja besser klar bei 200 CCM, weil ich sie auch ziemlich oft gefahren bin. Die kennst du auch schon seit 9 Jahren. Ja. Sag ich ja. Alex, boah, der Junge wollte mich doch überholen. Ja, der Junge ist voll gegen die Bande gefetzt. Nein! So ein Rotz, Mann, ich hätte ihn gekriegt, ey! Geil. So nicht, Dromsi, so nicht. Ah, oh, ey, Kevin, ey. Egal, trotzdem ein Punkt noch vorne. Ich lese gerade auf YouTube. Schön von Milli noch überholt worden, Enrico. Oh. Mm. Mm. Ja, lecker. Mann, ey, Corny, du Glückspilz. Das ist pures Können. Ich bin top auf 200. Ja, jetzt bin ich eigentlich auch, aber trotzdem, ey, wenn ich muss das Glück, oh mein Gott, hätte ich gekriegt, mein Lieber. Ich finde schon, von meinem Mii war gerade einfach, war gerade, als er so O gemacht hat, war gerade einfach durchsichtig und hat die Sterne da durchfliegen sehen. Das sah eine, richtig gruselig aus. Eine Sache jetzt noch zu Insignien-Diebstahl: bitte darauf achten, dass wir zufällige Arenenwahl haben, also alle auf zufällig. Ah, ja, gut. Vier Runden. Und ich sehe gerade furiose Items, um Gottes Willen. Du willst uns nicht jetzt spielen, oder? Also. Kevin? Ja, also es muss ja einen Spieltag geben, der einfach mal richtig bekackt ist. Wenn man schon mit so einem Quiz anfängt, ist es der perfekte Baustein dafür. Ja, wer hatte denn die Idee, mein Lieber?
Ich will ja keinen schief angucken. Oh Gott, die oh Map no. und Insignien-Diebstahl. Na, ganz geil. Ich weiß gar nicht, was Insignien-Diebstahl ist. Du musst diesen Wappen, kleinen musst Stern... Du musst dieses Wappen einsammeln und bis zum Kampf behalten. Wenn du von einem Item getroffen wirst, verlierst es. Ja. Mhm. Also musst wieder reinfahren in den Stern, um den wieder aufzunehmen quasi. Und, wirst, und versuchen, den von anderen abzunehmen. Du wirst natürlich langsamer, wenn du es hast. Vor allem, ich spawn einfach am weitesten... Ja, du wirst langsamer, wenn du es hast. Du spawn einfach am weitesten weg davon. Au, mein Finger! Das geht erstmal gar nicht, das... Au! Was ist das für eine Trash-Strecke? Strecke habe ich echt nicht gefahren, ey. Hey! Nein! Mein Gott! Ey, Leute! Nein! Ey, hör auf! Das ist ein Massaker hier, ey! Nur ein Stern? Ja, ja. Also, Enrico, ne? Weißt du überhaupt nicht, wo ich hinfahre, Alter? Nein, ich bin vorbeigefahren! Vor allem, wie lange dauert das denn, bis ich wieder weiterfahren kann? Ich stehe gefühlt noch eine halbe Stunde still. Was ich irgendwie so schwierig finde generell in diesem Modus, ist, man rutscht die ganze Zeit so durch die Gegend. Geh weg! Alter! Gott, ich weiß nicht, warum ich da so Probleme mit habe. Ich weiß nicht, aber wo ich bin. Sobald du die Bremse betätigst, rutschst du einfach wie, keine Ahnung, als wärst du ein Kaugummi ausgerutscht. No. Die Banane denn geworfen! Das war ich! Du kleiner Arsch! Scheiße! Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ich verstehe die Physik irgendwie nicht hier. Ja, wegen diesen Dingern, wegen diesem Schmutz da. Nee, auch ohne. Ganz weird. Wo ist denn diese Scheiße? Ich sehe nichts mehr. Oh. Jetzt habt ihr meine Rote kaputt gemacht mit dieser Bombe! Das fährt da nur oben rum. No! Mann, warum ist die Strecke... Ach, diese Strecke ist so kacke, weil der ist jetzt plötzlich da oben und jetzt ist er wieder unten, sobald ich oben bin. Ja, man sieht nichts. Also wer auch immer diese Strecke konzipiert hat, ey. Ich will gerne... Ist vielleicht für Counter-Strike gut oder für Squid Game. Wann ist es dann eigentlich rum? Wenn es runtergeht, Mini. Oh, der Blitz, Alter, nee. Der hat mir eine Chance gegeben jetzt. Wessen Blitz war es? Jens. Achso, oh, schade. Der kann auch nur davon. Jens, verzieh dich! Gib den Kack her! Oh, ich nein, das können wir jetzt schön hier. Enrico, it's time for you to die. Glaube ich nicht. Nein, zwei Rote, das gibt's doch nicht! Och, Kati, dafür habe ich aber jetzt nicht die Rote abgewandert, dass du mir den Stern wegschnappst hier. Doch, genau nee. Dafür. Ne! So, was? Hä? Kann ich den jetzt auch mal haben? Sie ist doch reingefahren! Als ob, das haben wir doch gesehen! Ja, auf, um mich wegzuknallen! Ich hatte nur noch ein paar Sekunden! Ja, ich hatte die Scheiße noch nicht einmal. Wo ist der? Wir müssen sie abknallen! Da ist er! Knall sie ab! Ich bin dran vorbeigefahren! Knallt man, ihr schreibt die ganze Zeit mich ab, Billy! Was soll denn das? Nein! Unglaublich. Ihr seid so eine Unfähig, Alter! Einfach die Pfeifen schießt ihr weg, Alter! Hey, das Spiel geht... Scheiße! Das Spiel endet nicht. Wir sind bei 0 und das Spiel endet ja, nicht. Ja, ist egal. Wir wissen ja, dass Billy gewonnen hat. Das ist wieder ein Hänger. Oh, Mann. Oh, hä? Okay. Aber ist das Spiel nicht vorbei? Noch nicht vorbei? Ja, Millie wir hat. Wir waren gerade bei 0. Eigentlich Millie hat Millie gewonnen. Millie mal gucken, das ob das gewonnen. Jetzt beendet wird, wenn Enrico jetzt 0 Sekunden hat. Ja, das glaubst du nicht im Ernst, dass ich so weit komme. Du warst gerade bei 4. Also, es war sehr close. Ja, man schaltet ja immer wieder bei 5. Mann, JP! Ich krieg hier so viel auf die Fresse. Ich hab aber das Ding gar nicht. Was ist das mit euch los? Was ist, wenn Millie jetzt das Ding nochmal bekommt, dann bekommt sie Pluspunkte oder was? Nee, dann das ist sie wieder bei 5. Hä? Ey, vor allem, ich reg das diese Mechanik auf, dass du stehen bleibst, wenn du. Sollten wir hier einfach einen Cut machen? Das macht doch gar keinen Sinn, was hier gerade passiert, oder? Ja, nein, noch niemand hat halt gewonnen. Das wird, muss halt noch zu Ende. Millie war bei 0. Ja, Sekunden. Millie war doch schon bei 0. Der hat uns wieder geleckt hier. Ja, das ist nicht auch das das passt. Ja, dann starten wir die Runde einfach neu und sagen, Millie ist der Gewinner. Die Gewinnerin, Entschuldigung. Ja, aber wir wissen ja nicht, wie viel die anderen haben.
Das stimmt. Ja, shit. Ja, dass jeder, dadurch, dass ja jetzt jeder mal anderes auch noch die Dings bekommt, wird boosten. Nee, jetzt ist mir lieber 8. Hä? Läuft das irgendwie langsamer gerade? Nein, wir machen jetzt ganz normal weiter einfach, bis so, es bei 0 ist. Nein. Das ist ganz komisch, echt. Boah, das ist verwirrend. Mit der ersten Lösung. Die Buggy. Ja, hä? Jetzt ist es fertig. Hä? Da war sie doch nicht bei 0. Doch, sie war bei 0, 100%. Wir haben das ja aufgenommen. Ich kapier's. Eigentlich nicht. Hat Millie gewonnen, 100%. Also das guck ich mir jetzt noch mal an. Jetzt muss ein Bug sein, ey. Das war, ey, Schiebung. Ja, allerdings. Naja, war aber dann. Also, das kann man ja. Eigentlich kannst du es nicht rechnen, weil ich war bei 15, aber ich weiß natürlich nicht, wie viel die anderen dann haben. Ich hatte 0 auch, beziehungsweise 1. Ich war ganz beim letzten. Ich guck mir das an. Weil ansonsten kriegt Millie auch die 20. Ja, aber die Punkte. Also, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es zu Ende sein sollte. Stefan schreibt, Dromsi muss halt auch fahren lernen. So, ja, ja, was ist denn da bei euch los? Wieder so weit weg, Alter. Stefan hat auch gesehen, dass mir lieber 0 war, also definitiv. Ja, dann. Wir gucken. Kriegst halt die 20 Punkte. Nein! Boah, Enrico. Ey, der fährt da oben drauf, ey! Das ist für ein Sack, bitte! Hilf doch! Das könnte mich nicht so leicht. Warum mit der Bombe am Arsch auch noch? Aber das ist ja Cheat. Wieso? Holt mich doch runter hier, ihr kleinen Säcke! Warte. Oh fuck, es hat nicht funktioniert! Ich wollte auf dich drauf springen. Oh, Conny. Die Umgebung nutzen, wie sie da ist. Aua! Ja! Nein! Kati, du kleines Mist! Nein! Woher wusste das Ding überhaupt? Ey! Ja. Er schießt mich ab! Cornelia, so geht das nicht. Cornelia. Ha, bam. Ja, wirklich. Wo ist denn das Ding? Meins. Da. JP, auf was hast du mich anzuwerfen? So, ich dachte, du hast. Willkommen in meinem Leben, Kati, die kenne ich die ganze Zeit schon. Mann, ey. So. Absicht, oh shit! Absicht? Ey, Junge! Der hat ihn einfach abgewehrt, ey! Der hat sich einfach in meinen. Kati! Mann! Verschwindet! Nein! Och, come on, Enrico, du Kackwurst, Junge! Ich war das nicht mit dem Bumerang! Das war Billy! Gib mir die Schuld! Gib den Stern ab! Gib ihn ab! Los! Niemals! Niemals! Oh. Gib die Scheiße. Ja! Unfassbar. Oh Gott, Alter. Gar nicht willkommen, ey. Traurig. Hey Kevin, du kleiner Pisser, Alter. Aber trotzdem, das mit dem Boomerang, das war ich nicht. Das war Millie. Nein, ja, nein. Da musst du die Schuld suchen. Ich würde dich niemals. Einmal habe ich Corny abgetroffen und irgendwie hat er dann nicht den Stern verloren. Hatte ich keine auch. Ahnung. Ja, dann war es ein Leck. Das war vorhin bei Millie auch einmal. Da wurde sie von einem Roten getroffen. Oder es war natürlich, wo das Ding noch in der Luft war. Dann zählt es nämlich auch nicht. Wie beziehungsweise, dumm. Wenn du noch hier... Wenn du es gerade frisch einsammelst und es ist noch nicht ganz über deinem Schädel, sondern es tanzt noch so ein bisschen. Wenn du da getroffen wirst, zählt das nämlich nicht. Das hatte ich vorhin schon einmal. Mhm. Und das ist auch eine miese Map für Insignien-Diebstahl. Die ist, finde ich, so riesig für Insignien-Diebstahl. Ja, von mir kannst du dich auch gut verstecken, aber auch gut einen Hinterhalt planen. Also ich habe hier nicht die Zeit, einen Hinterhalt zu planen. Das ist Mario Kart. Du vor allem nicht, Kati. Du vor allem. Nee, ich klopp einfach rein. Warum hat er sie immer schon wieder als erste? Und ich habe so eine dumme Feder, die gar nichts bringt. Ich habe jetzt einfach mal das Glück gehabt, dass ich in der Nähe gestartet bin. Du hast meine Rote getroffen. Wow. Hau ab, JP, hau ab! Du bist einfach ein Lacker. Lass das! Der hat einfach nur noch 12 Sekunden, ne? So traurig. Warum sind wir so langsam? Ja, ey, ja! Ey, sag mal, Leute, hallo, haut den doch mal weg, nein! Danke! Also. Corny, du miss it! Ey! Leute!
Ja, schließt mich voll mit Feuerbällen ab hier. Ja, danke schön. Wo sind die? Wo ist die Scheiße? Du fährst gerade in die völlig falsche Richtung. Oh. Nein! Oh Mann! Als ob! Als ob! Ja, das wird jetzt schwierig, du. Oh. Okay. Gönn ich dir nicht, Enrico. Gönn ich dir nicht. Ganz einfach. Conny, hol ihn dir! Nein! Ich hab nichts. Ich gewinne das jetzt. So. Nein! Fuck! Och, Kati, du gönnst mir halt auch nichts. Es tut mir leid. Sie gönnt mir nix. Es gönnt ihr mir, die Frau. Fick dich. Juhu, Alter, geh doch mal weg. Die Bombe da. Die so lalalala. Nein. Nein. Enrico darf nicht kriegen! Nein. Ja, danke, danke, JP! Enrico darf nicht kriegen! Enrico darf nicht schon wieder gewinnen! Oh, Conny! Warum werde ich abgetroffen? Oh. Von ja, Conny, ja, shit! Das kriege ich die ganze Zeit zu spüren. Da fliegt so viel Feuer! Oh mein Gott! Okay, wo ist er denn? Enrico die wichtigste Sache Schell. Ist, dass Enrico Ouch. Und Kevin. Warum schießt bekommen? Ihr mich denn ab, Leute? Boah, ich bin da du einfach hast auch verdient. Nein! Ich bin eingesammelt! Warum hat Kevin das? Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ich habe es eigentlich eingesammelt. Wir müssen Kevin töten! Töten Kevin! Töten Nein! Kevin. Ja! Ja! Willst du mich verarschen, Kati? Los, Kati! Geh weg! Ja. Nein! Ich hab sie abgetroffen! Und der hat doch noch einen Stern am Arsch! Das kann doch nicht sein! Wo ist er? Oh, fuck! Ey, man kann hier einfach so kacken. Jenny! Oh, du bist die Königin! Oh, Heifert! Du bist die Königin! Man kann hier einfach so kacke wenden, ey. So, Heifert! JP hat den. Oh Mann, bin Stern unfair. Ah! Nein! Nein, Kevin, du musst nein! Okay, gut. Sag mal. Oh. Ey, du kannst sie keine 3 Sekunden in eine Richtung fahren. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht angehen. So, er blindet alle. Nein. Oh, diese Scheiße mit dem Driften, ey. Oh, das ist so zum Kotzen in diesem Modus. Ich bin dran vorbeigefahren, ich kacke. Sag mal, wollt ihr das Ding alle nicht, oder was? Doch. Wir sind nur unfähig. Wo ist es hin? Och, Menno! Oh Gott, was ist denn hier los, ist ey? Ist das eine Schlacht? Das ist Mann, spannend, ey, ich fahr eben mal vorbei! Geht doch! Schön. Nein! Ballert den Feuer! Ist jetzt was? Vorbei. Schnell! Nein, tötet ihn! Ich krieg das noch Unimund. Hin! Doch, doch! Nein! Nein! Oh, nee! Ja. 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 Oh Mann, ja. Yes! Oh Mann, oh Mann! Die gönn ich's am wenigsten tatsächlich, aber naja. Ey, so flüssig, so harmonisch lief das noch nie, Alter, bei Singen Diebstahl. Harmonisch? Ja. Konnte ich da hier. Da hätte ich ja lieber der Kati den Sieg gegönnt als dir. Habe ich harmonisch gesagt? Ja. Sackgesicht. Du meinst wohl eher selbstverliebt. Ja, nee, ich meinte eigentlich flüssig. Nee. Noch einmal, gell? Ja. Ja, eins haben wir noch. Ja, das Ding Enrico ist, darf nicht siegen. Wir müssen uns alle zusammentun und dafür sorgen, dass Enrico einfach. Es gibt da richtig. Es tut ihr ja sowieso schon. Ihr ballert immer mich ab, wenn ich auf dem Weg dahin bin, aber es noch nicht habe. Es gibt da echt das viele Punkte bei dem Ding, ne? Ja, 20 Stück, ja. Oh, die Map ist aber auch kacke, ey. Hier gibt's so 2 Ebenen. Oh, nee. Mann. Aber das Ding ist halt auch einfach. Ist. Wenn du das Ding von jemandem abschießt, das prallt dann irgendwie mal so ab, dass es hinter dir landet. Ja, das ist voll dumm. Da kommst du einfach aber auch nicht rum. Du kannst dich nicht einfach mal umdrehen, das geht nicht. Oh Mann. Hä? So, Jenny. Wo ist das? Was schießt du mich denn ab, Tromsi? Ich bin irgendwie verwirrt. Ja, wow, jemand hat meine Items kaputt gemacht. Das ist das, was ich meinte mit diesen 2 Ebenen. Hier wirst Los, du Jenny! Nein, schade, Jenny. Nein, Conny, du Sau! Nicht also, ich Conny. Finde, Enrico sollte das Ding nicht eine Sekunde bekommen. Ja. Sehe ich aber anders. Nicht ganz deiner Meinung.
Also immer, wenn ihr Enrico seht, einfach trotzdem die Items einlösen. Oh. Da ist Enrico. Enrico ist da. Wir müssen Enrico töten. Nein. Töte den Enrico. Ja. Nein. Schon eine Sekunde. Pisser, komm her. JP. Scheiße, Mann. Ich will weg von der Wand hier. Du miss it. I'm gonna regret this. Wo ist es denn? Ach, da. Ich weiß nicht. Sag mal. Was ist denn los hier? Hallo? Das Wort so langsam ist, wenn man das Ding hat, ey. Himmel. Ja! Haha. Oh, shit. Es ist mir auch egal mittlerweile, ob ich das Ding mal habe zwischendurch oder nicht. Hauptsache Enrico gewinnt mich schon wieder. Nein, JP! Du Hammelhälfte, du. Hammelhälfte. Hammelhälfte? Das ist ein neues Schimpfwort, ey. Echt gut. Gib her. Merk ich mir mal. Gewinn, Corny. Bitte. Ja, nö. Warte, ist das Corny? Ja. Ich hab das nicht getroffen. Oh mein Gott. Ja, das wusste ich. Ja, hol das Ding. Das hat er gewonnen. Ja, danke. Glückwunsch. Juhu. Ich hatte Fireballs vor seiner Nase und habe ihn nicht getroffen. Glückwunsch, Corny. Hast du verdient. Danke, danke. GG. No GG to Enrico. Aber wegen der ersten müssen wir nochmal nachteilen. Also 20. Also, ansonsten wegen der ersten Runde, also ich weiß, ich hatte da 15 Punkte, als Millie fertig war, aber ich war bloß 5 Sekunden runter. Ja, alles gut. Ich guck mir das an, teile euch die Punkte mit, hab mir alles aufgeschrieben. Oh, jetzt schau mal Fußball! Ich meine, du kannst ja auch, sag ich mal, in meinen Stream nochmal gucken, wenn du, da siehst du ja auch ein paar Sachen. Ja, alles gut. Ich werde euch in dem nächsten, also in dem jetzt folgenden Highlight-Video eine Änderung vom vierten Spieltag mitteilen und dann werde ich nochmal eine Abstimmung in Ansage reinpacken für eine spätere Startzeit von 19 auf 20 Uhr, falls es gewünscht ist. Ich lasse das in eurer Entscheidung, lasse einfach die Mehrheit entscheiden.